Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rising's World. Diesen mega Sonnenaufgang noch. Ja, jetzt muss ich aber mal wieder gucken. Das ist jetzt schon wieder ein Weilchen her, was wir hier eigentlich machen wollten. Ja, das Spiel ruckelt gerade noch ein bisschen. Genau, jetzt weiß ich, was wir machen wollten. Wir wollten zu sehen, dass wir das hier fertig kriegen. Hier weiter. Plus die zweite Etage. Das heißt, wir brauchen auf alle Fälle mehr Steine. Definitiv. Also, Steine kloppen hier wieder mal. Ja. Nee, da war nicht mehr eine Höhle. Weil wir die Höhle finden. Und die ganze Zeit die Steine geklopft habe. Hier haben wir Kohle. Ah, hier ist sie. Also, es kam wieder ein neues Update raus, aber mit dem Update weiß ich noch nicht, was da neu zugekommen ist. Da müssen wir mal gucken. Was mir jetzt auf alle Fälle auffällt, ist wieder, dass hier unten die SPS-Anzeige weg ist. Die ich letztes Mal drin hatte, komischerweise. Die ist weg. Ich weiß auch nicht, ob ich damals vielleicht irgendwie bloß einen Knopf gedrückt habe und die dadurch da war, aber eigentlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Dann gucken wir mal. Das war hier. Hier war der Einzelmann. Und Steine. Wir werden wieder ordentlich was brauchen an Steine, definitiv. Ich weiß nicht, ob mein Rechner gerade irgendwas im Hintergrund noch runterlädt, wieder bei Steam oder so und irgendein Update zieht. Dass er deswegen gerade ein bisschen rumleckt, oder das liegt daran, dass das Spiel noch nicht ganz da ist, so wie es sein sollte. Oh gut, das läuft der ja jetzt halbwegs. So, wir gucken erstmal, wie viele Steine wir da gleich rauskriegen. Blockbank. Okay, mal gucken. Ob mir irgendwo was neu auffällt. Hier fällt mir nichts neu auf. Sandstein? Nee. Ist immer noch ohne. Pflaster. Kopfsteinpflaster. Gott, was ist mir dazu gekommen? Ah gut, ist erstmal auch egal, denn wir wollen ja den da. So. Da haben wir ihn. Ach, Scheiße. Jetzt hat Käse immer. Fuck.
Aber das wird wieder nicht reichen. Sehe ich jetzt schon. Ja, wir dürfen die nachher nochmal stehen holen müssen. Das reicht definitiv nicht. Können wir mal auch machen. Was haben wir noch eigentlich jetzt hier? Wir haben jetzt hier noch Holz und den blauen Stein. So, was haben wir hier noch? Erze. Wolfram und Kupfererz. Was haben wir hier? Eisenerz, das ist das Sand. Nee, Erde, weg damit. Erde brauche ich nicht. Wüsste ich nicht für was. Aber ich weiß für was wir jetzt mal das hier machen können. Da kann man auch gleich mal die Aim nutzen. So, dann da hat sich glaube ich der Zaun geändert. Da war glaube ich noch kein Zaun vorher. Also ich kann mich nicht ändern, dass da so ein Zaun war. Also das Spiel ist definitiv noch in Early Access, also nicht wundern, dass das also eigentlich noch nicht so ist, wie es soll. Wieder oben hat keinen Brennstoff. Braucht er jetzt so Kohle? Doch mal. Hä? Wenn ich jetzt hier so eine Werkbank, dann macht er mir das auf. Dann macht er mir hier das nicht auf. Bin ich jetzt blöde? Aha. Ah, okay. Jetzt bringt also die Kohle auch mal einen Sinn, ey. Jetzt brauche ich also doch Kohle. Menge Brennmaterial. Gut. Haben wir dann was zu futtern? Ja. Weil wir müssen ja auch zusehen, dass wir jetzt was trinken. Mehr Material wird wohl drin sein. Ja, da werden wir mal die Kohle hinten wegholen, hier, die hier hinten war. Wo war sie denn? Da ist die. Hier ist die Kohle. Also hat jetzt die Kohle definitiv auch einen Sinn, was bis vor kurzem noch nicht der Fall war.
Also schön, ne? Dadurch, dass das Spiel Early Access ist, das ist halt noch nicht fertig und da werden immer noch Sachen, kommen immer noch Sachen dazu halt, ne? Und dadurch, dass das halt, dass man es jetzt, für die, die jetzt schon zocken, die erleben ja dann halt mit, wie sich das Spiel so entwickelt und das ist eigentlich schon recht nice. Jetzt sehe ich auch bei The Forest. The Forest zocke ich hin und wieder auch. Und das ist schon krass, was sich da in der Zeit eigentlich schon so entwickelt hat. Wenn ich überlege, das erste Mal The Forest, wir sehen halt bei, damals bei Gronkh. Und dachte so, geiles Spiel, holst du dir. Und wie sich das aber in der Zeit jetzt schon entwickelt hat, das ist auch schon Wahnsinn. Wenn ich so bei Gronkh die ersten Folgen anguckt und wenn man sich jetzt mal The Forest anguckt, ist schon Wahnsinn. Deswegen ist das über so übertrieben hier gewesen gerade. Nicht, reicht. Da hinten waren irgendwo noch irgendwelche brauchbaren Sachen da. Lassen wir natürlich nicht da hinten so verkammeln, das nehmen wir natürlich mit. Na, wo ist es? Da. Irgendwelches Erzeug. Oh, wow, das war's ja. Das war's ja, wow. Hier ist ja auch noch was. Wow. Den nehmen wir mit. Gut. Ah. Zack. Also hier bei den Bäumen könnte ich mir irgendwann mal vorstellen, dass er das ohne ändern. Dass man da vielleicht irgendwann. Dass man da irgendwann noch sehr die Schnittlänge einstellen kann. Also dass man selber entscheidet, wie lang ein Baumstück ist. Indem man da, wo man dann raufklappt, dann auch getrennt wird. So. Könnte ich mir zumindest persönlich vorstellen, dass das irgendwann mal so kommt. Da ist eine Muku. Die Baumsetzlinge sind auch noch nicht gewachsen. Wie sieht es hier aus mit dem Material? Hm. Brauchen noch ein bisschen. Blockbank. Können wir nochmal ein bisschen was machen mit. Halte Maus Left gedrückt, um weitere Blöcke Reihe zu platzieren. Aha. Okay, jetzt verstehe ich das System eigentlich auch mal. Wow. Was natürlich doof ist, dadurch, dass hier die Endgame-Zeit nicht mehr läuft, gehen sie zum Online-Server, wachsen die Bäume jetzt hier eben nicht nach. Natürlich ein bisschen doof. Denn unseren Server, den wir hatten, den haben wir ja nun erstmal auslaufen lassen. Also den haben wir nicht mehr verlängert, nicht. War das so, da hat man mir entweder morgens Bäume gesetzt, vor zur Arbeit ging, wenn ich dann Spielschicht hatte. Wenn abends nach Hause gekommen, waren die Bäume schon da. Konnte ich es also direkt wieder abholzen und weiterarbeiten. Dies geht da leider nicht so. Ja, dazu muss die Ingame-Zeit verlaufen. Also ich würde mal sagen, wir machen mal den Ofen aus. Und tun mal das ganze Material raus.
bevor uns die ganze Kohle aussieht. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon mal das nächste Zeug reinpacken. Das machen wir aber dann erst in der nächsten Folge an. Dass ich die nächste Folge erst nächsten Tag aufnehme, dass ich jetzt erstmal dann eine Pause mache, weil ich habe jetzt schon zwei Folgen Train Simulator hintereinander aufgenommen. Nein, nicht. Ah, aus. Wie viel Kohle haben wir denn noch drin? Dann geht ja. Warte mal, wir hatten noch jetzt ein bisschen Kohle noch gesammelt. Können wir die komplett da noch mit drin holen? Warte, das wird nicht passen, wa? Mal hier die Klappe aufmachen. So fertig. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Bis dahin, haut da rein, ciao.